Katholisch 1 TV, heute unter anderem mit diesen Themen. Überblick, was erwartet uns im Corona-Advent? Blick nach oben, der große Adventskranz im Dom ist ein echter Hingucker. Und Rückblick, 24 Stunden musikalische Andacht im Dom. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Noch 25 Mal schlafen, dann ist Weihnachten. Eigentlich genügend Zeit, um sich auf die Ankunft Jesu Christi vorzubereiten. Wären da nicht Corona und die vielen Einschränkungen, die damit verbunden sind? Tja, jetzt liegt es wohl an jedem Einzelnen von uns, das Beste aus dieser Ausnahmesituation zu machen. Und vielleicht, wenn wir uns darauf einlassen, können wir uns in diesem Jahr mehr als sonst auf den Kern der Adventszeit konzentrieren und die Zeit des Wartens mit allen Sinnen genießen. Auch ohne Christkindlmarkt. Wir haben uns mal umgehört, wie steht es um die Adventsstimmung in diesem außergewöhnlichen Jahr? Der Adventskranz ist wohl das sichtbarste Symbol für die Adventszeit. Kein Wunder, dass die Jugendlichen des KJF Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum St. Elisabeth in Augsburg zuletzt einiges zu tun hatten. Und das, obwohl der traditionelle Elisabethmarkt in diesem Jahr wegen Corona ausfallen musste. Die Nachfrage nach Adventskränzen ist eine große Wertschätzung ihrer Arbeit. Die Auszubildenden wiederum schätzen das Binden der Kränze vor allem auch, weil es sie positiv auf den Advent einstimmt, trotz Corona. Natürlich ist für alle eine Umstellung. Klar, man kann nicht mit der Familie zusammen sein, aber ich sehe es gelassen und schaue natürlich nach vorne und mache einfach das Beste draus. Man kann ja immer noch mit der Familie feiern, deswegen einfach immer das Positive draus sehen und einfach das Gute draus machen und dann wird auch Weihnachten und Neujahr einfach gut funktionieren. Weihnachten wird funktionieren, nur eben anders als sonst. Dieses Gefühl vermittelt auch ein Besuch der Augsburger Innenstadt. Der Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz steht längst bereit. Die Buden für den Christkindlesmarkt allerdings fehlen. Die Straßen sind festlich geschmückt, das Weihnachtsgeschäft läuft dennoch schleppend. Denn die Einschränkungen verunsichern viele Menschen. Es sind viele Einschränkungen, ja, weil man einfach nicht so wie gewöhnlich macht, sondern immer dann mit dem Gedanken, soll man es nicht. Also auf jeden Fall. In Weihnachtsfeeling bin ich noch nicht ganz. Alles das, was da eigentlich dazugehört zum Advent, das leidet es sehr. Und das ist sehr traurig, ja, aber es hat früher Kriege gegeben und es hat andere Belastungen gegeben für die Menschen. Da ist es noch einigermaßen erträglich, finde ich. Ja gut, Weihnachten wollen es ja bis zu 10 Leute aufmachen und da können wir dann unsere Familie treffen. Und ansonsten telefoniert man halt miteinander. Im Kreuzgang des Augsburger Doms sind Gärtner derweil mit dem Binden des riesengroßen Adventskranzes beschäftigt. Diese runde Form ohne Anfang und Ende, sie steht für Zeit und Ewigkeit. Die immergrünen Tannenzweige sind ein Zeichen für Hoffnung und Leben. Der Domkranz wird die Gläubigen durch den Advent begleiten. Denn das Grundrecht auf Religionsfreiheit gibt ihnen trotz Pandemie die Möglichkeit, sich gemeinsam auf die Geburt Jesu Christi vorzubereiten. Mund-Nasenschutz und Abstand vorausgesetzt. Für christlichen Zusammenhalt im Advent bedarf es aber noch viel mehr. Es gibt schon auch Möglichkeiten, dieses Netz der Liebe unter den Menschen fest und eng zu knüpfen. Und da bitte ich einfach um viel, viel Kreativität und Fantasie. Wir müssen an Weihnachten versuchen, die Menschen untereinander in Verbindung zu bringen, am Fest der Liebe, damit auch besser erfahrbar werden kann, wenigstens erahnbar, dass auch dieses Netz der Liebe zwischen Himmel und Erde neu ausgespannt wird. Einen kreativen Leitfaden für die Adventszeit bietet auch die Ehe- und Familienseelsorge im Bistum Augsburg auf ihrer Homepage beziehung-leben.de an. Mit Schattenspielen oder Weihnachtsfilmchen die Zeit noch intensiver erleben, die Ideen sind vielfältig. Kerstin Steffe aus der Pfarreiengemeinschaft Neuses bereitet gerade einen Sternenweg rund um die Kirche in Eichstätten vor. An mehreren Stationen können sich besonders Familien mit Kindern auf die Suche nach dem Sinn von Advent und Weihnachten machen. Ich glaube, wenn man als Familie dieses Jahr gute Zeit miteinander gestalten will und verbringen will, dann muss man sich's vornehmen, dass man das tut. Also es nicht so vorübergehen lassen, sondern sich Zeit dafür reservieren und zu sagen, und wir nutzen auch diese Zeit, die uns dieses Jahr gegeben, geschenkt worden ist. Man kann es nicht immer als Geschenk nehmen, aber wenn man sagt, wir machen was draus, wir sind da kreativ und versuchen das Beste rauszuholen, was wir miteinander als Familie können, dann kann einem das gelingen. Auch Hausgottesdienste bieten in diesen Wochen eine gute Möglichkeit, Gott in die Mitte zu holen.
Die Corona-Pandemie kann also eine Chance sein und dem Glaubensleben ganz neuen Schwung, eine ganz neue Intensität verleihen. Dabei dürfen wir aber die Menschen nicht vergessen, denen all das verwehrt bleibt, die am Rand der Gesellschaft stehen, weil sie vielleicht einsam, alt oder krank sind. Und weil es ihnen Corona in diesem Jahr noch schwerer macht. Ich habe jetzt auch schon für meine Mutter einen kleinen Christbaum besorgen lassen. Einen ganz kleinen, so 60 cm hoch. Dann werde ich ihr auch mal Kerzen bringen und auch Strohsterne. Einfach im Kleinen diese Symbolhandlungen weitermachen, auch für sich mit Geschenken und so. Also ich denke, da gibt es genug Dinge. Also auch Brauchtum für sich zu pflegen und ermutigen, auch wenn du alleine bist, Mutter oder Oma, Opa, mach das. Wir sind mit dir verbunden. Schau immer wieder drauf, erinnere dich an die gemeinschaftliche Feier und hoff drauf, dass es im nächsten Jahr wieder besser wird. Das bringt uns wieder zurück zum Adventskranz, den die Jugendlichen des Fördervereins St. Elisabeth gebunden haben. Ein dekorativer Holzstern hier, ein Mitbringsel aus der Natur dort. Mit etwas Muße sieht er gleich noch freundlicher aus. Aber erst die vier Kerzen machen ihn komplett. In den kommenden 4 Wochen bis zur Geburt Jesu Christi soll der Adventskranz den Bewohnern des Augsburger Caritas-Seniorenheim St. Verena eine Freude machen und sie daran erinnern, dass sie auch in diesem außergewöhnlichen Jahr nicht alleine sind. Wir alle haben heute die erste Kerze auf unserem Adventskranz angezündet. Erfunden wurde der Adventskranz vom evangelischen Pfarrer Johann Hinrich Wiechern Anfang des 19. Jahrhunderts in Hamburg. In einer von ihm gegründeten Anstalt zur Betreuung gefährdeter Jugendlicher sollten die Kerzen das Licht in der Finsternis symbolisieren. Nach dem Ersten Weltkrieg begann der Adventskranz dann überkonfessionell zu werden, denn die Symbolik vertrug sich auch mit den liturgischen Vorgaben der katholischen Kirche. Ein besonders großes Exemplar hat natürlich der Augsburger Dom. Es ist ein Blick hinter die Kulissen des Doms. Hier im Kreuzgang sind die fleißigen Hände beim Binden. Am Vortag waren die Äste und Zweige der Nordmanntanne im Wald abgeschnitten worden. Diese überlangen Zweige, viel längere als für einen normalen Adventskranz, müssen dann um das Drahtgeflecht gebunden werden. Eine anstrengende Arbeit für die Gärtner, aber auch eine wohlbekannte. Jahr für Jahr werden sie mit dieser Aufgabe betraut. So einen großen Adventskranz binden wir nur einmal im Jahr für den Augsburger Dom. Wir haben zwar mehrere Adventskränze für Kirchen, die haben aber einen Durchmesser von ca. 100 bis 120 cm. Einen ganzen Vormittag lang wird gesteckt und gesteckt und gesteckt. Nach etwa 4 Stunden ist der Adventskranz schon ganz weit, aber eben noch lange nicht fertig. Nun sind andere Fertigkeiten gefragt und deswegen wird das Team ausgewechselt. Die Mesner übernehmen. Ganz klassisch soll dieser Adventskranz wieder werden, so wie jedes Jahr. Er wird die Gläubigen Stück für Stück auf Weihnachten vorbereiten, soll jedoch nicht vom eigentlichen liturgischen Geschehen ablenken. Der fast fertige Adventskranz muss jetzt nur noch ein Abenteuer überstehen, denn er soll ja nicht am Boden bleiben, sondern für alle gut sichtbar aufgehängt werden. Er wird mit einer Seilwinde nach oben, mit einer Schwerlastseilwinde nach oben gezogen, hängt an einem Drahtseil. Ein Kollege ist oben, der das von oben aus, vom Gewölbe aus bewerkstelligt. Ja, spannend ist, weil heuer ist er etwas größer geraten, als wir sonst gehabt haben. Heuer ist er extrem schwer. Da schauen wir mal, ob die Winde da oben ein bisschen ächzt und jammert. Das könnte schon sein. Helmut Kellerer arrangiert die roten Bänder. Ein vertrauter und daher sehr wohltuender Anblick in dieser unruhigen Zeit. Und dann kommt der Adventskranz an seinen Platz in der Höhe. Er ist wunderschön und es ist, als würde er sagen, schaut mich an, es weihnachtet sehr. Wir kommen jetzt zu den Kurznachrichten der Woche und starten damit Anregungen zur Adventszeit. Die Hauptabteilung Seelsorge im Bistum Augsburg hat verschiedene Arbeitshilfen für Einzelpersonen, Familien und Pfarreien vorbereitet, die eine stimmungsvolle Vorbereitung auf die Weihnachtszeit unterstützen sollen. Zum Beispiel stehen für die Adventssonntage Meditationsvideos zur Verfügung, die von den jeweiligen Sonntagslesungen inspiriert sind. Speziell für Familien wurde ein Videofilm produziert, der das gemeinsame Entzünden der Kerzen begleiten soll.
Darüber hinaus werden Menschen mit einem sogenannten Engelsgruß eingeladen, täglich für 5 Minuten ihre Arbeit zu unterbrechen, um zu beten. Der Name Engelsgruß ist dem abendlichen Gebet der Kirche, dem Angelus, entlehnt. Als Erinnerung soll eine Engelsgrußfahne dienen, die am Kirchturm, einem Fahnenmast oder auch als Fensterbild angebracht werden kann. Weiterführende Informationen und die jeweiligen Downloadadressen zu allen Angeboten finden Sie auf der Homepage des Bistums Augsburg. Auch in diesem Jahr bieten wieder viele Pfarreien im Bistum Abende der Versöhnung an. Eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und sich im Gebet auf das Weihnachtsfest vorzubereiten. Neben Wortgottesdiensten und eucharistischer Anbetung können Gläubige an diesen Abenden auch Gebetsanliegen aufschreiben oder Kerzen anzünden. Lobpreislieder und Instrumentalmusik schaffen dazu eine besinnliche Atmosphäre. Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Sakrament der Versöhnung nicht im Beichtstuhl empfangen werden. Stattdessen werden gesonderte Beichtgespräche angeboten. Wo überall Abende der Versöhnung geplant sind, können Sie der Homepage des Instituts für Neuevangelisierung entnehmen. Der Weltfreiwilligendienst des Bistums weist darauf hin, dass trotz Bewerbungsschlusses noch Freiwilligenstellen ab August 2021 in Chile und Peru sowie voraussichtlich in Rumänien und Tansania zu besetzen sind. Das Angebot richtet sich an junge Menschen zwischen 18 und 28, die sich ein Jahr lang in einem der Partnerprojekte des Weltfreiwilligendienstes engagieren möchten. Für die Freiwilligen, die Projektpartner sowie das Bistum Augsburg wird auf diese Weise Weltkirche und gelebte Solidarität spürbar. Weitere Informationen finden Sie unter weltfreiwilligendienst-augsburg.de. Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Basilika St. Ulrich und Afra ist am vergangenen Freitag die langjährige Leiterin der Beratungsstelle für Ehe, Familien und Lebensfragen, Helga Kramer-Niederhauser, in den Ruhestand verabschiedet worden. Bischof Bertram Mayer würdigte in seiner Predigt ihre Arbeit. Frau Kramer-Niederhauser hat über ein Vierteljahrhundert lang maßgeblich die Geschicke der EFL bestimmt, in den letzten 8 Jahren auch als Fachbereichsleiterin auf diözesaner Ebene. Aber sie war auch regional und national unterwegs. Frau Kramer-Niederhauser ist ein Markenzeichen gewesen, weit über die EFL des Bistums hinaus. Und dafür bin ich ihr von Herzen dankbar. Und diese Dankbarkeit war beim Gottesdienst spürbar. Für Helga Kramer-Niederhauser geht eine berufliche Laufbahn zu Ende, die als Praktikantin beim Bistum begann und sie schließlich an die Spitze der psychologischen Beratungsstelle geführt hat. Es ist schon ein ganz besonderer Tag für mich. Abschied nehmen war jetzt die letzten Wochen immer wieder angesagt. Die letzte Sitzung, das letzte Telefonat, das letzte Beratungsgespräch. Und heute bin ich jetzt auch ein bisschen aufgeregt, wie das so sein wird und sehr dankbar, dass der Herr Bischof diesen Gottesdienst mit uns allen feiert. Die Abschiedsfeier markiert für Helga Kramer-Niederhauser den Beginn von etwas Neuem. Zuallererst freue sie sich auf einen leeren Terminkalender, sagte sie. Ihre Nachfolge ist ebenfalls schon geregelt. Maria Mutter übernimmt ab Dezember die Leitung der EFL im Bistum Augsburg. Das waren die Nachrichten im Überblick. Bei uns geht es in wenigen Augenblicken weiter mit einem Bericht über eine sensationelle musikalische Andacht, die am vergangenen Wochenende im Augsburger Dom stattgefunden hat. Außerdem machen wir einen kleinen Streifzug durch die Welt der Heiligen im Advent. Also bleiben Sie dran. Hier finden Sie schnell und einfach Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de, Ihr regionaler Jobmarkt. Jetzt kostenlos registrieren und direkten Kontakt zu Ihrem Wunschunternehmen aufnehmen. Jobsimallgäu.de, die Jobbörse der Allgäuer Zeitung. Wir wollen, dass Sie schon morgens wissen, was der Tag bringt. Deswegen arbeiten wir als Zusteller. Bewerben auch Sie sich. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online.
all-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. all-in.de. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Über die Wärmestube in Augsburg haben wir schon öfters berichtet. Sie ist eine Anlaufstelle für Menschen am Rande der Gesellschaft, für Obdachlose, Bedürftige und in Not geratene Menschen. Seit März allerdings musste sie wegen der Corona-Maßnahmen geschlossen bleiben. Eine sehr schwere Zeit für die Betroffenen. Vor kurzem konnte von den ehrenamtlich tätigen Verantwortlichen ein großes Zelt organisiert und aufgestellt werden. Jetzt können Bedürftige wieder, natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln, zur Wärmestube an der Blauen Kappe kommen. Hans Stecker und Ulla Schmidt vom Vorstand des Fördervereins Wärmestube haben viel zu tun. Schon seit Monaten versuchen sie, die Bedürftigen, die hierher kommen, so gut wie möglich zu unterstützen. Denn der Raum der eigentlichen Wärmestube taugt seit März nur noch als Lager, und zwar aufgrund der Corona-Auflagen. Auf uns ist man zugekommen, weil ja Corona-bedingt die Wärmestube schließen musste und die Leute dann eben draußen auf dem Gehsteig ihr Essen bekommen haben, wie man dann helfen kann. Und dann haben wir dann ein großes Zelt erstellen lassen mit 150 Quadratmetern, um dann den Leute eben auch Corona-bedingt mit Abständen dann ihren Tisch aufsuchen lassen zu können. Und so sieht es in diesem Zelt aus. Die Kunden der Wärmestube können sich in Ruhe ihrer warmen Mahlzeit widmen. Allerdings ist nur eine Person pro Tisch erlaubt. Kommunikation untereinander ist also eher schwierig. Schwester Stefanie nimmt die Namen der Neuankömmlinge auf, führt sie zu ihrem Tisch und bringt ihnen auch ihr Essen. Auch eine Neuerung durch die Corona-Auflagen. Die Sozialpädagogin Karina Huber spricht mit vielen der rund 80 Menschen, die täglich hierher kommen. Ihr fällt auf, dass einige Bedürftige aufgrund der Corona-Maßnahmen unbemerkt verstorben sind. Früher, als die einfach jeden Tag hier waren und den ganzen Tag hier verbracht haben, da ist natürlich aufgefallen, wenn jemand schlechter aussah. Und jetzt ist es so, dass manche Leute einfach nicht mehr kommen. Und wir wissen aber nicht genau, kommen die, weil es ihnen nicht gut geht, nicht mehr. Oder kommen die einfach nicht mehr, weil sie woanders hingehen oder sich selber versorgen. Da ist es so, dass die Menschen halt einfach, wenn die nicht mehr kommen, wir schauen dann zwar zu Hause nach denen, wenn wir es aber nicht mitkriegen, dann sind gefühlt in der letzten Zeit relativ viele Menschen verstorben. Einfach dadurch, dass ganz viele Hilfsangebote weggefallen sind. Dass es das Angebot der Wärmestube in Augsburg weiterhin gibt, eine warme Mahlzeit und mit dem aufgestellten Zelt auch einen Ort zum Aufwärmen, ist für Menschen in Not unverzichtbar. Es ist sau wichtig. Es gibt so viele Menschen momentan, die nichts haben. Gell? Ich kenne Leute, die pennen unter der Brücke, die wirklich nichts haben. Und da ist es gut, dass es noch sowas gibt. Wenn es das hier nicht geben würde, dann weiß ich nicht, was dann passieren würde. Was bleibt dann noch? Die haben alles abgerissen, alles abgesägt, was es gab, so essensmäßig. Gell? Ich war früher in anderen Einrichtungen, die gibt es alle momentan nicht mehr. Ja, und da ist nur das SGM, das bleibt nur noch das. Der Katholische Verband für Soziale Dienste, kurz SKM, und das ehrenamtlich geführte Angebot der Wärmestube an der Blauen Kappe in Augsburg ist für viele Menschen am Rand der Gesellschaft ein echter Lichtblick in schweren Zeiten. Er gilt als Retter der Kirchenmusik. Giovanni Pierluigi da Palestrina hat Mitte des 16. Jahrhunderts in Italien katholische Bischöfe davon überzeugt, wie wichtig mehrstimmiger Gesang ist. Seine Arbeit als Komponist prägt bis heute geistliche und weltliche Chöre. Und in seinem Namen fand am vergangenen Wochenende etwas ganz Außergewöhnliches im Augsburger Dom statt. Eine 24-stündige kirchenmusikalische Andacht. Der Titel? Palestrina, a global prayer for the people, also ein weltweites Gebet für die Menschen. Freitagabend, kurz vor 18 Uhr im Augsburger Dom. Die letzte Gesangs- und Stellprobe für das Ensemble von Stefan Steinemann. Denn in wenigen Minuten geht es nicht nur um den Ton, also den Gesang selbst, sondern auch um das Bild. Das 24-stündige, klingende Gebet verschiedener Künstler wird auch live im Internet übertragen. Und auch Bischof Bertram Mayer bereitet sich auf diese Übertragung vor.
Er machte deutlich, dass hier gleich kein Konzert, sondern ein musikalisches Gebet beginnt. Das, glaube ich, wird jetzt zum Tragen gebracht, dass Kultus, also der Kult, die Liturgie und Kultur ganz, ganz eng zusammengehören, sodass wir hier nicht eine Kulturveranstaltung machen. Hier wird nicht im Dom getrickst, dass man sagt, wir dürfen keine Konzerte sonst wo machen, wir gehen halt mal in den Dom und machen einen Pseudo-Gottesdienst. Nein, Musik und Anbetung Gottes sind nicht zu trennen. Und deshalb freue ich mich riesig, dass innerhalb von 10 Tagen dieses innovative Pastoral- und Gottesdienstprojekt umsetzbar ist. Neben der Organisation des musikalischen Konzeptes musste natürlich vor Ort im Dom ebenfalls viel Arbeit investiert werden. Lichtsetzung, Kamerapositionen, Technik. All das wurde von einem engagierten Team innerhalb kurzer Zeit bewerkstelligt. Ein klingendes Gebet sollte im Augsburger Dom entstehen. Das war das Ziel der Organisatoren. Und obwohl dazu viele Anstrengungen nötig waren, dieses grundsätzliche Anliegen stieß schnell auf Begeisterung. Das gesamte Team des Doms war dann sehr aktiv in dieser Vorbereitung und hat sich mit dem Bischof und dem Domkapitel verständigt. Und die haben das eigentlich ganz unbürokratisch gesagt, das schaffen wir irgendwie, wenn wir diese ganzen Regelungen, also Hygiene und so weiter, einhalten. Und wenn es wirklich um ein Gebet geht und nicht um eine Marketingaktion oder ja, eine Möglichkeit, sozusagen das Konzertverbot zu umgehen. Und da waren wir uns ja alle sehr einig und deswegen ja, sind wir da gut zusammengekommen. Das freut mich sehr. Die Augsburger Domsingknaben sowie verschiedene Vokalensembles und Instrumentalisten haben 24 Stunden lang ohne Unterbrechung Werke des berühmten Komponisten Giovanni Perluigi Palestrina intoniert. Denn dessen Vermächtnis aus dem 16. Jahrhundert prägen bis heute viele Chöre und Ensembles. Palestrina gilt ja als Fürst der Kirchenmusik, wenn man das so sagen darf, seiner Zeit. Ein sehr gefragter Mann, kompositorisch, aber auch eben als Musiker in Rom. Und diese Musik ist ja der Grundstein für so viele polyphone, mehrstimmige Musik. Ich denke nicht nur für jeden Knabenchor, sondern für alle Chöre, egal in welche Richtung es dann geht, ob geistlich oder weltlich. Und von daher ist das, denke ich, eine Prägung, die uns allen irgendwo zugrunde liegt, die in irgendeiner Form mit sängerischem Dasein zu tun haben. Und so klangen die Stücke von Palestrina im Augsburger Dom. Auch unter den Musikern selbst sei während dieser Premiere im Dom eine ganz spezielle Atmosphäre entstanden, so die Verantwortlichen. Viele Künstler haben derzeit keine Möglichkeit zu auftreten, umso schöner seien diese 24 Stunden auch für sie gewesen. Aber im Zentrum standen natürlich die Zuhörer und Zuschauer, vor Ort und vor den Bildschirmen. Einen Trost zu spenden und ein Lichtblick im Trauermonat November zu sein. Das war der Anspruch und das ist mit dem 24-stündigen musikalischen Gebet im Augsburger Dom gelungen. Menschen, die mit ihrem ganzen Leben für ihren Glauben einstehen, sind Vorbilder. Das war früher nicht anders als heute. Die Gedenktage der Heiligen, die in die Advents- und Weihnachtszeit fallen, sind uns oft sehr vertraut. Von Barbara über Nikolaus bis zu Maria. Maria Lichtmeß markierte früher das Ende der Weihnachtszeit. Jeder einzelne Heilige hat eine spannende Geschichte zu erzählen und genau die erzählen wir Ihnen jetzt. Über die heilige Barbara ist nur wenig bekannt. Eine der zahlreichen Legenden berichtet über Barbara von Nikomedia, die um 300 zum Christentum übergetreten war. Dafür wurde sie von ihrem heidnischen Vater in einem Turm gefangen gehalten und zum Tode verurteilt. Am Tag ihrer Hinrichtung sollen Kirschzweige geblüht haben. Bis heute ist es deshalb Brauch, am Barbara-Tag Zweige in die Wohnung zu stellen.
blühen diese bis Weihnachten, so heißt es, bringe das Glück. Ihn kennt wohl jedes Kind, den heiligen Nikolaus, den Bischof von Myra, der völlig selbstlos Menschen half. Als Märtyrer, Freund der Kinder, Patron der Gefangenen, Schutzheiliger von Seefahrern und Kaufleuten ist er daher ein vielgefragter Heiliger für fast alle Lebenslagen. Und ganz nebenbei hat er für brave Kinder meist noch eine kleine Überraschung im Gepäck. Die Leuchtende heißt ihr Name übersetzt. Lucia lebte Anfang des 4. Jahrhunderts in Sizilien. Die Heilige wird nicht nur im dunklen Skandinavien in diesen Tagen gefeiert. Auch hier bei uns gibt es viele Bräuche rund um das Thema Licht in der Dunkelheit. Nun hat sie einmal diesen Namen Lucia, die Erleuchtete oder die Leuchtende, und dann diese Dunkel-Licht-Metaphorik dann von ihrem Gedenktag. Da hat sich also ein lichtreiches Brauchtum entwickelt. Es ist auch lebendig zum Beispiel in Fürstenfeldbruck. Dort gibt es mindestens seit einem großen Hochwasser vom 13. Dezember 1785 den Brauch, dass Schulkinder Lichtlein in kleine Schiffe setzen und das dann in die Amper tun. Aber solche Bräuche sind also in den Karpaten oder im Balkan auch bekannt. Das ist einfach diese Lichtsymbolik. Peter Bornhausen beschäftigt sich beruflich mit dem Leben und Wirken von Heiligen. Tausende, namentlich Bekannte, feiern die Christen. Ein ganz wichtiger unter ihnen ist der heilige Stephanus. Das macht schon sein Gedenktag am 26. Dezember, also gleich nach der Geburt Jesu, deutlich. Stephanus wurde, weil er sich zum christlichen Glauben bekannte, um das Jahr 40 gesteinigt. Stephanus ist der Erste, der also noch vor dem Herrenbruder Jakobus, der ja dann auch hingerichtet wurde, sein Leben gelassen hat, gilt deswegen als der Erzmärtyrer. Das ist also der Märtyrer schlechthin. Mit lautem Knallen wird weltweit das neue Jahr begrüßt. Wohl kaum jemand denkt in dieser Nacht an den römischen Papst Silvester I., der am 31. Dezember 335 starb. In seiner Regierungszeit setzte er sich vor allem für eine christenfreundliche Staatspolitik ein. Für die katholische Kirche ist die Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar übrigens nicht Anfang und Ende. Sie feiert den Beginn des Kirchenjahres schon am 1. Advent. Kaspar, Melchior, Balthasar, oder besser bekannt als die heiligen drei Könige, waren laut dem Matthäusevangelium eigentlich Sterndeuter, die durch den Stern von Bethlehem zu Jesus geführt wurden. Dadurch, dass sich das göttliche Kind in der Krippe diesen Dreien aus dem Orient offenbart, zeigt sich schon, wohin das Christentum tendiert. Die Offenbarung Gottes ist also nicht nur auf einen Stamm, auf ein Volk, sondern auf die ganze Welt hin geplant. Die Offenbarung soll sich ausdehnen. Das ist Gegenstand dieses Festes Epiphanie. Und das ist dann auch die Funktion der heiligen drei Könige. Epiphanie bedeutet so viel wie Erscheinung. Die Reliquien der heiligen drei Könige befinden sich übrigens in Deutschland. Und hat also die Reliquien der heiligen drei Könige nach Köln verbracht. Und über diesen Reliquien ist eigentlich die größte Kirche Deutschlands, eine der größten Kirchen der Welt, nämlich der Kölner Dom, errichtet worden. Im Zentrum dieses Doms ist der Schrein der heiligen drei Könige. Das ist also eigentlich eine der bedeutendsten Reliquien der Christenheit. Heute ist man einfach mit dem Anspruch etwas vorsichtiger, dass es wirklich sich auch historisch so verhalten hat. Aber das tut einfach der gigantischen Verehrung dieser heiligen drei Könige überhaupt keinen Abbruch. Zum Beispiel bei der Sternsinger-Aktion, bei der Kinder von Haus zu Haus gehen und Geld für Bedürftige sammeln. Zu den wichtigsten Heiligen gehört Maria. Ohne sie hätte sich die Menschwerdung Gottes nicht ereignen können. Entsprechend viele Gedenktage sind ihr gewidmet, auch im Advent. Am 8. Dezember feiern Christen das Fest der unbefleckten Empfängnis, das an die Erwählung Marias im Mutterleib erinnern soll. Lange Zeit war der 1. Januar das Hochfest der Gottesmutter. Am 2. Februar folgt schließlich Maria Lichtmess. Das Fest heißt auch Darstellung des Herrn. Lange markierte dieser Tag das Ende der Weihnachtszeit. Das war's von uns am 1. Advent. Nächste Woche am 2. Advent, am Nikolaustag, sehen wir uns wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, Ihnen eine wunderschöne Woche, bleiben Sie gesund und natürlich auch fröhlich. Tschüss.